Ich kam neulich mit Ralf, einem befreundeten Unternehmer, ins Gespräch und er erzählte mir sehr offen davon, dass seine Ehe ganz okay sei, aber im Bett nicht mehr so viel lief. Und er hatte sich damit abgefunden, denn er brauche ja keinen Sex. So, und was war das Problem für Ralf? Ja, aufgrund der jahrelangen Ablehnung, die er da bekommen hatte, weil er nicht wusste, wann und wie seine Partnerin jetzt Lust oder Bock hatte, mit ihm Sex zu haben, ja, hat er sich einfach zurückgezogen und wurde sozusagen unsicher und hat sich nicht mehr getraut, das Thema anzugehen, obwohl seine Partnerin schon wollte, aber eben nicht so oft oder eben zu bestimmten Zeiten, wo er nicht verstanden hat. So. Und deswegen hat er sich erzählt, er braucht keinen Sex mehr, obwohl er natürlich ständig daran dachte und auch sich unbedingt Sex mit ihr wünschte. Ja, das war sein Ziel, da wieder hinzukommen zu einem freien Sexleben. So, und was tat er dann? Er ging aus dem gemeinsamen Schlafzimmer und richtete sich ein eigenes Zimmer ein, wo er schlafen konnte, weil er wollte nachts nicht mehr wach liegen und grübeln, wie er jetzt wieder Sex mit ihr haben konnte. Und er wollte auch nicht, dass sie sich da unter Druck gesetzt fühlte und ständig dieses Wollen von ihm spürte, ja, und sich dann eben schlecht fühlt. So, und natürlich wollte er auch wissen, was von ihr kam oder ob was von ihr kam. Aber du kannst dir vorstellen, was war das Ergebnis? Es fanden noch viel weniger Nähe und Streicheleinheiten statt, ja, weil die beiden im Alltag gar keinen Ort mehr oder Punkt mehr fanden, wo das dazu kommen konnte. Und es wurde auch gar nicht mehr so darüber gesprochen, was jetzt eigentlich, naja, wie sie sich eigentlich wieder näher kommen konnten. Ja, und so kam es, dass er wirklich sich wie ein Gast fühlte in den eigenen vier Wänden. Und er entschied, dass er das ändern müsse und dass sich irgendwas ändern müsse, weil so kann es nicht mehr weitergehen. Weil er wollte natürlich mit seiner Partnerin zusammenbleiben, auch wegen der gemeinsamen Kinder. Und so kam Ralf auf mich zu und hat nach einem Weg gesucht, wie er seine Lust oder überhaupt seine Bedürfnisse nach Sex so ausdrücken konnte, dass sie das nehmen konnte, ja, und sich auch wieder öffnen konnte. Weil natürlich hat er verstanden, dass auch er was tun kann. Und ich zeigte ihm den Weg, wie das ging, denn es ging ja darum, eben sie so anzusprechen, dass sie sich wieder Bock hatte, mit ihm da im Bett Freude zu haben, ja. So, und so starteten wir gemeinsam die Zusammenarbeit und heute kann ich dir sagen, er hat einen Weg gefunden, wie er erstmal selber seine eigenen Bedürfnisse und die Lust wahrnimmt und wie er die angemessen ausdrückt. Ja, er hat Methoden gelernt, wie er sie ansprechen kann, wie er sie auch erregt, ja, und sie hat sich ihm geöffnet, weil natürlich, sie wollte ja Sex und sie freut sich wahnsinnig, weil sie wünscht sich diese Nähe und die Intimität. Und natürlich insgesamt hat er mega mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen bekommen, weil er hat da jetzt einfach ein Handling, wie das gehen kann. Und er muss sich auch nicht mehr erzählen, dass er keinen Sex braucht, weil das ist Quatsch, ja? Also, was kann ich dir sagen, wenn es dir ähnlich geht? Dann kann ich dir sagen, ändere das, suche die Hilfe, weil jeder Mensch hat, naja, darf Sex wollen oder hat ein Bedürfnis nach Sex und das darf auch gelebt werden, ja? Und es gibt einfache Methoden, wie du diese Erotik oder die Nähe wiederherstellen kannst. Und alle möglichen Ersatzhandlungen, ja, wie Pornosucht oder muss ja nicht süchtig sein, Pornos schauen oder andere Sachen, die es da halt so gibt, die, naja, die stellen halt auf Dauer keine Erfüllung her, ja. Und da riskierst du ja auch im Grunde deine Beziehung, wenn die Sachen rauskommen oder wenn es irgendwie eskaliert. Insofern, mein Lieber, wenn es dir also ähnlich geht, du dir erzählst, dass du keinen Sex brauchst oder du andere komische Sachen machst, um, naja, damit irgendwie klarzukommen, obwohl du ja 300 Mal am Tag an Sex denkst und du eigentlich wieder heißen, innigen und hingebungsvollen Sex mit deiner Partnerin wünschst, ja, dann melde dich doch bitte bei mir. Und wir finden deinen Schlüssel, wie du wieder ihr Herz und ihren Schoß erreichen kannst.